So, hallo, wir machen weiter. Bei Portal Reloaded und ja, so spontan wie ich am Dienstag dazugekommen bin aufzunehmen, oder was, Montag? Keine Ahnung. Kam ich dann leider nicht mehr dazu. Deswegen hat es jetzt ein paar Tage gedauert, bis es hier weitergeht. Aber jetzt geht es weiter. Ich hoffe, ich komme dazu, ein bisschen zu spielen und vielleicht ein bis zwei Folgen aufzunehmen. Aber es war ja sowieso, ich glaube, die Isaac-Folgen waren die letzten Tage über eine Stunde jeweils. Und dann war es vielleicht ganz gut, wenn ich zusätzlich noch Portal kam. Ja, wir sind, keine Ahnung, bei der nächsten Testkammer. Wir können noch nicht das grüne Portal schießen. Ach, guck mal. Ach, ich muss noch mal hier durch. Okay, ja gut, dann machen wir mal fix. Wir können noch nicht das grüne Portal schießen. Das werden wir sicherlich demnächst noch lernen. Im Moment können wir nur. Oh, ich habe hier OBS falsch geschoben. Moment, ich will OBS mittlerweile immer so schieben, dass ich auch sehe. Ja, genau. Das ist auch. Ahead of you is the Aperture Science Time Portal Activation Force Field. This field will activate and deactivate your ability to shoot time portals. It will not fizzle your portals or destroy cubes. Ah. Wir können endlich. Ich hab's ja gerade habe ich's gesagt, Lul. Okay, und das Ding macht die. Nee, das macht die nicht weg. Okay, ich hätte vernünftig lesen sollen. Gut, ach so, ja klar. Ich muss natürlich den Raum wechseln. Dann ist hier oben wahrscheinlich das Glas zu. Logo. Machen wir hier auf. Und dann sollten wir da durch können. Great. The following chamber will combine all the elements you have learned so far. Good luck solving your first test while shooting three different portals. Ja, Mensch. Sehr schön. Frag mich jetzt schon wieder, ob da irgendwelche Secrets, ob ich irgendwas schon jetzt verpasst, aber ich glaube nicht. Denke, wir kommen zurecht. Ne? Solltet ihr irgendwelche Secrets kennen, man kann ja hier in alle Dinger jederzeit zurückgehen. Ja, kann ich jetzt nicht zeigen. Aber ne, im Menü waren ja die verschiedenen Abschnitte Ihr wisst, was ich meine. Ah, sehr schön. Jetzt können wir das überall setzen, wie alles andere vorher auch. Okay, das wird ja. Dann müssen die das aber ja wirklich so programmiert haben, dass wirklich von jeder Ebene aus sozusagen der Weg in die. Ja, wahrscheinlich ist es gar nicht. Ich weiß nicht, ob das schwierig ist zu programmieren. Keine Ahnung. Aber vielleicht ist, wenn du sozusagen eine Fläche programmiert hast, ist der Rest Copy-Paste. Ich weiß es nicht. Ich laber dummes Zeug. Ich habe keine Ahnung von Programmierung. Ne? Wait, kann ich? Nein, ich will. Kann ich am Boden auch ein. Ach so, aber ich kann ja nicht zwei machen. Also ich kann jetzt zwar dafür sorgen, dass der da durchfällt. Lol? Wieso ist der wiedergekommen? Ach ja, natürlich. Das wird ja gespiegelt. Das ist ja jetzt schon wieder cool. Das wird ja gespiegelt, das heißt, wenn ich da jetzt reinspringe. Entweder drehe ich mich rum. Nein, ich drehe mich auch nicht rum. Okay, so drehe ich mich rum. Ja, aber, ne, versteht ihr? Das ist ja cool. Hui, 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 hui. Okay. Okay, reicht. Danke. So, gehen wir erstmal wieder hier ganz normal hin. Und holen uns jetzt erstmal den Würfel. Ich werde viel zu viel Spaß haben, einfach Dinge auszuprobieren, als Rätsel zu lösen. Aber es ist egal.
Es ist richtig. Nein, ich hab's falsche. Natürlich hab ich das falsche. Das wird nicht reichen. Aber wobei, mit ein bisschen Schwung. Nein, es reicht nicht. Okay. Komme ich irgendwie höher? Eher nicht. Zumindest nicht hier. Okay. Wir wechseln mal. Und haben das hier ja auch. Also, man weiß ja auch immer nicht, in welcher Zeit man jetzt am Ende durch muss. Das muss man auch so ein bisschen erst erörtern. Hier ist natürlich die gleiche Situation, ne? Wenn das hier aufgeht, genau, und so weiter. Hier kann ich mir also auch... Ach so, wenn ich mir jetzt hier einen Würfel hole, haut es den in der Zukunft natürlich weg. Das ist ja okay. Mit denen mal. Aber umgekehrt... Muss ja jetzt der auch in der Zukunft liegen. Genau. Also jetzt liegen sie beide da. Jetzt haben die, jetzt sind beide offen hier. Aber ich bekomme weder... Also hier bekomme ich keinen Schwung. Und hier bekomme ich ja... Oder ist das tiefer? Ist das? Nee, das kann ja nicht tiefer sein. Das wäre ja Schwachsinn. Muss ja das gleiche Ding sein. Aber es wirkt irgendwie, als wäre das tief. Kann doch nicht tiefer sein. Ich rede Quatsch, ne? Hui! Ja, aber da müssen wir auch, also da müssen auch noch die, da müssen auch noch die Würfel, da müssen zwei Würfel hin. Und hier theoretisch auch. Also entweder hier oder in dem anderen. Wenn wir erstmal drüber reden, wie wir jetzt den Schwung bekommen können. Also ich muss obviously hier rüberspringen. Wenn der Würfel da jetzt nicht drauf ist... Das ändert nichts. Wie komme ich da hoch? Ich brauche Schwung. Ich muss hier rausspringen. Ich sehe halt jetzt gerade nicht, wo ich hier zum Beispiel so... so ein Dings machen kann. Warum ist da oben zum Beispiel so eine Fläche? Die nützt mir doch eigentlich effektiv gar nicht. Ist die auch? Ah, ich kann wahrscheinlich... Kann ich durch Portale in der... also in der Gegenwart? Die bleiben jetzt ja, weil die kommen ja aus der... Gegenwart. Und ich habe ja doch hier... Habe ich jetzt hier alle... Die anderen zwei auch noch? Nein, die... Nein, 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 habe ich nicht. Ach so, hier bleiben sie. Hier ändern sie sich nicht. Ja, ne? Ich habe gerade eine andere Idee. Ich probiere einfach mal was. Oh, lol, weil ich den jetzt verschoben habe. Kann ich den nicht da drauf stellen, ohne den zu bewegen?
Darf. Okay, ich dürfte jetzt den nicht bewegen, weil dann verschwindet der obere. No! Okay, das könnte etwas kompliziert werden. Ja. Aber. Warum war der denn gerade so am Schweben? Das sah ja auch interessant aus. Man kann hier bestimmt viel kaputt machen. Könnte ich mir schon denken. Wäre Lust. Nein! Guck mal, wie es den darüber zündet. Weil der da irgendwie da drüben geladen werden will. Nicht den unteren bewegen. So ist gut. Okay, der muss weiter an die Wand. Jetzt muss er immer da spawnen, wo der andere spawnt. Deswegen wundert es mich, dass der so in die Ecke rüber zischt. Das ergibt eigentlich gar keinen Sinn. So wie die Würfel funktionieren sollten. So, das sieht doch jetzt angenehm aus. Da dürfte ich doch jetzt auch nicht gleich alles verschieben. Ich will doch nur was ausprobieren. Lasst mich doch mal ausprobieren. Come on. Der muss ein bisschen von der Wand weg. Ach, come on. So. Kann ich jetzt, ohne den unteren zu bewegen, auf den drauf hüpfen? Ups. Das wollte ich jetzt gar nicht. Oh, ich habe da eine Idee. Ich kann den so nicht nehmen. Da jetzt ran? Kann ich ihn so nehmen? Okay, ich kann ihn nicht. Es sind so blöde Versuche, ey, ne? Werd bekloppt. Ich will doch nur wissen, ob das grundsätzlich möglich ist. Mano. Okay, es ist nicht hoch genug. Schade. Okay. Das hat sich gelohnt. Es würde ja sowieso nicht reichen, weil ich muss ja beide Würfel da drauf stellen. Also ich muss ja beide Würfel dahin mitnehmen. Wenn ich den Weg gefunden habe, wie ich darüber komme, dann habe ich auch einen Weg, wie die Würfel dahin kommen. So, ne? Ich meine, gut, die Würfel müssen ja allerdings... Ja, die Würfel müssen ja so. Es muss ja ein Würfel da drauf stehen, dass der dahin... Ist da oben irgendwo eine Portalfläche? Nee, ne? Da ist nichts. Nee. Auf der Seite auch nicht. Ich bin leicht überfordert. Ich bin leicht überfordert. Was nützt mir denn dein Zeitpunkt? Was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Wie läuft das jetzt?
Hier sind Portalflächen. Hier sind Portalflächen. Es darf nicht wahr sein. Okay. Okay. Dann sind die hier natürlich auch. Ja, dann sind wir jetzt fertig. Jetzt geht der hier hin. Nee, das war blöd. Ich brauch den erst noch hier unten. Ich brauch den erst nochmal hier unten. Ich darf jetzt nur das blaue und das orangene Portal nicht versetzen. So. Ich glaube, ich muss das in der Vergangenheit. Nee, oder? Weil wenn ich den jetzt hier hinsetze und dann den hier nehme, dann haut der ja wieder ab. Wenn ich den aber hier hinsetze, dann ist der in der Zukunft ja da oben. Da nützt der mir ja nichts. Ich kann ihn aber jetzt hier nehmen und kann rausgehen und kann ihn... Doch, es passt ja. Ist doch alles gut. Ist doch alles gut. Ist doch alles gut. So. Traveling through a time portal will also transfer your current momentum into the other timeline. Das hat viel zu lange gedauert. Oi, oi, oi. Oha. Ja. Oops, we died. Ach, kann ich hier kann ich das Grüne gar nicht schieben. Ach, ich kann das Grüne. Ja, okay, ich hab verstanden. Ach, komm schon. Jump-and-Run-Passage zu schwierig. Okay, wir springen nicht, wir laufen einfach raus. Wie sieht's damit aus? Hui! Willst du mich veralbern? So. Schwierigstes Rätsel bisher. Wie kommen wir... Kommen wir auf den Weg. Dankeschön. Oh, nee, ich will da gar nicht runter. Ich will nur gucken, ob man hier irgendwo hin kann. Sieht aber nicht danach aus. Nee. Das war einfach nur für die Lulz. So, und ab hier kann ich jetzt das grüne Portal nutzen. Und hier nicht. Ah, jetzt habe ich das verstanden, was die Dinger machen. Das schaltet's aus und das schaltet's ein. Okay, I see, I see, I see. So. Ah. Dann machen wir doch gleich mal schöne Dinge. Hui. Ach ja. Was haben wir jetzt vermisst? Okay. Gibt genug Spielerei. Achso, ich muss erstmal den wieder wegmachen, ne? So. So. Achso. Ja, das funktioniert ja gar nicht. Oh, hier kann man es aber auch machen. Hui! Oh. Oh, das ist hier drüber. Das ist gar nicht da drüber. Okay. Könnte man aber hinkriegen. Hui! Das mit dem Momentum ist schon lustig. Hui! Okay. Gut, jetzt schauen wir mal, was wir überhaupt tun wollen.
Okay, hier wollen wir nichts tun. Das ist doch schon mal gut zu wissen. Hier auch nicht. Ich würde gerne jetzt erstmal wieder da hoch. So, hier ist ein Würfel. Da ist... Da ist mein Ziel, I guess. Wie komme ich da hin? Ah, das... Okay. Das Falsche? Ich habe das Falsche. Ich muss das Orangene versetzen. Nee, jetzt muss ich das Blaue versetzen. Na, ich hab... Okay, ich habe noch eine Chance. Ah, ich wollte wieder da hoch. Ich wollte doch nur wieder da hochkommen. Ach so. Ich kann nicht nachdenken, es ist unglaublich. Okay, so jetzt. Zack. Und andere Richtung. Aua. Ja, jetzt ist wieder von, jetzt ist wieder zu spät. Ich komm nicht mehr hoch. Mann. Traurig. Ja, okay, wir sind wieder oben. So, ich wollte hier mal reingucken. Weil hier scheint ja auch irgendwas zu sein. Ach, dieser Schalter hier ist da. Der Schalter, wenn gedrückt ist, macht dieses Ding auf. Dann komme ich da, kann ich da rüber springen. Also wenn wahrscheinlich ein Kiste. Wenn eine Box hier drauf liegt, ist cool. Aber... Ich muss dann... Ich glaube, ich muss es in der Vergangenheit machen, weil... Nee, ich muss es in der Zukunft machen, aber den Vergangenheitswürfel hier drauflegen und dann den Zukunfts... Also, Quatsch. Den Zukunftswürfel hier drauflegen und dann den Gegenwartswürfel bewegen, damit der hier wieder verschwindet und dann da drüben alles cool ist. Na, weil das muss hin und her wechseln. Okay. Gut. Dann würde ich jetzt doch erstmal mich in die Vergangenheit begeben und hier erstmal gucken, ob denn da die Flächen überhaupt so sind, wie ich sie benötige. Nicht, dass mir das hier gleich noch alles einen Strich durch die Rechnung macht. Das wäre nicht so cool. Sieht aber passend aus. Okay, gut. Dann folgender Weg. Du kommst... Nee, du kommst noch nicht mit. Wobei, doch, du kommst. Toll. Hey, ich will den nicht drücken, ich will den nehmen. Menno. Du kommst mit.
Ach so. Ich bräuchte ja aber dann, wenn ich hier durchgesprungen bin, bräuchte ich den Würfel ja da mit. Das ist ja schon wieder blöd. Der müsste ja vorher dahin. Ja gut, aber das kriege ich ja... Das kriege ich ja problemlos hin. Hä? Das sieht doch schon mal gut aus. Ach so. Ach so. Da habe ich ja auch noch ein Portal. So komme ich dahin. Ich verstehe. Wenn also ich dich nochmal hier kurz stoppen darf, mein Freund, und ich mal kurz hier rüber gehe, dann bin ich hier. Kriege ich allerdings das Portal nicht so gesetzt, dass der da durchfliegt, ne? Ich muss den erst... Ja, okay, alles klar. Alles klar. Du musst einmal hier runter... Ich muss einmal hier rüber. Jetzt das richtige Portal setzen. Ach shit, das war's falsch. Nein, da ist schlecht. Lol. Ja, so ist okay. So, neuer Versuch. Könnte ich da nicht eigentlich auch hier so Zeit... Also hier könnte ja auch ein Zeitportal hin. Theoretisch. Wobei kann ich jetzt nicht einfach... Nee, ich muss den halt hier hoch... Ja. So. Er muss aus dem fallen ins... In das Blaue. Das heißt, ich muss kurz... Jetzt. So, und jetzt kommt er zu Papa. Ich hab... Krieg ich ihn hier? Krieg ich ihn da? Nein. Ja. Okay, ich krieg ihn raus. Gut, neuer... Mein Gott, ich habe das falsche Portal versetzt. Typischerweise. Also, ich muss jetzt das Blaue hier hinsetzen... Dann das Blaue hier, dann das Orange hier. Dann sollte ich ihn bekommen. Ich hab... Ich kann ja so, fällt er so... Ja, okay, so. Jetzt versetze ich das Orange, dann kriege ich den Würfel hier hoch. Herr im Himmel, war das gerade eine Anstrengung. So. Jetzt... kann ich einfach darüber... Und kann hier ein Portal setzen. Und dieses Portal ist dann in der Zukunft ja auch. Genau. Wenn ich jetzt aber das Orangene umsetze, dann geht das hier wieder weg. Ne? Weil, ja, weil das... Ja. Aber hier bleibt's. Okay.
So. Das heißt, solange der hier offen ist, kann ich von hier aus, kann ich, glaube ich, darüber schießen jederzeit, oder? Kann ich das anvisieren? Ja, also das funktioniert. So, jetzt muss sozusagen nur noch der Würfel von da verschwinden. Und deswegen muss ich das ja, was ich jetzt gemacht habe, das muss ich mit dem Würfel aus der Vergangenheit machen. Ich muss jetzt den Würfel... Shit. Nein. Ich muss jetzt ja den Würfel hier hochbekommen für meine Idee. Nee, ich bin komplett dumm. Ich kann den anders bewegen. Ja, ich bin komplett dumm. Ich komme von hier oben. Das muss ich kurz nochmal testen. Ich glaube, ich hab's. Kann ich von hier oben? Ja, ich kann hier von hier oben beliebige Flächen anvisieren. Sehr gut, dann haben wir das Problem gelöst. Okay, easy. So, dann muss ich jetzt wieder da hoch. Du machst einen Abflug. Ich mache auch einen Abflug. Und jetzt mache ich den gleichen Spaß. Achso, jetzt ist der da. Ja, das ist ja egal. Der kann ja da sein. So. Und jetzt mache ich den gleichen Spaß, den ich gerade eben mit dem Würfel aus der Gegenwart gemacht habe, mache ich jetzt mit dem Würfel aus der Vergangenheit. Also, du gehst hier hin. Der darf sich nicht mehr bewegen. Solange der sich jetzt nicht mehr bewegt, ist alles cool. So, ich muss das Blaue hier versetzen, dann das Blaue hier hin und dann das Orangene hier hin. Gut, und ab dafür. Ah, wahrscheinlich kann ich jetzt auch von hier aus dahin springen. Hui! Hui! Ja, das reicht. Okay, muss man gar nicht groß herumecken. So, und jetzt ist der Falsche hier drauf. Und wenn ich jetzt sozusagen den verschwinden lasse, geht hier die Tür auf. Und ich kann den verschwinden, indem... Ich kann den verschwinden lassen, indem ich einfach ihn hier bewege. Nicely done. Now, let's move on to some more advanced challenges. Wenn das noch nicht fortgeschritten war, ich habe ein bisschen Angst. Aber gut, wir sind zwei Rätsel weiter. Und das schließt auch diesen Abschnitt ab. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.